Hallo und willkommen zu diesem Übersichtsvideo zum Patch Kopf der Schlange hier auf gatenews.de. In diesem Video möchte ich euch wieder einen Überblick über die Patch-Inhalte geben. Das heißt, was ist neu, was ist nicht neu, was erwartet euch mit dem Patch und das alles möglichst so, dass es keine Story-Spoiler gibt. Also ich werde euch nicht erzählen, was genau passiert, werde euch aber einen Einblick in einige Inhalte geben. Diese Inhalte spoilern natürlich indirekt, dass etwas passiert. Aber um die genauen Details und ähnliche Dinge müssen wir uns hier nicht kümmern. Zuallererst mal, die neue Episode kommt mit einer neuen Story daher. Und natürlich auch mit einigen Erfolgen. Das bedeutet, wenn ihr in den Bereich Chronik und dann Kopf der Schlange geht, werdet ihr sehen, dass es etliche Aufgaben gibt, die ihr erledigen müsst. Insgesamt sind es 28 in diesem Fall, beziehungsweise es sind sogar mehr, ich glaube 31, von denen ihr 28 abschließen müsst. Zu diesen 28 zählen aber auch der Abschluss der einzelnen Story-Instanzen und auch die vier Einsichten in die Beherrschungen, die euch auf der neuen Karte zur Verfügung stehen. Und da sind wir dann schon mehr oder weniger beim großen Spoiler. Das, meine lieben Leute, ist der Doriksee. Viele Leute waren sich ja unsicher, ob das tatsächlich kommen wird oder nicht, da ja der Doriksee an sich verneint wurde. Das alte Gebiet befand sich aber auch rund um Götterfels. Und der neue Teil ist quasi nur ein Ausschnitt, nämlich der rechts der Stadt, zwischen Götterfels und dem Harati-Hinterland. Die Karte an sich enthält 6 neue Herzen, hätte ich auch bleiben können, 16 Sehenswürdigkeiten, 3 Wegmarken und 9 Panoramen, wobei sich die Wegmarken nicht optimal, aber besser verteilen, als es noch im Bitterfrost-Grenzland der Fall war. Besonders im Norden, da haben wir eine Wegmarke und hier im Zentrum sind wir ganz gut versorgt. Mit der Dorik-Anlegestelle und dem Seeuferbazar. Lediglich im Süden hätte man eventuell noch hier in dem Bereich im Fort eventuell eine Wegmarke erstellen können. Ansonsten, was ist wichtig? Es gibt eine neue Währung, Jadescherben. Die Jadescherben könnt ihr wieder beim Sammler für entfesselte Magie umtauschen gegen aufgestiegene Ausrüstung und natürlich auch verwenden, um entfesselte Magie zu bekommen. Entfesselte Magie gibt's auf der Karte auch. Allerdings ein bisschen versteckter. Aufwinde, Leylinien sind auch mit dabei. Zum Fortbewegen ist das aber hier eher klassisch zu Fuß angedacht, die Karte. Also anders als zum Beispiel in der Glutbucht, wo man noch die Thermalrohre mit dabei hat, ist hier der Fußmarsch etwas beliebter. Und ja, was ist sonst noch wichtig auf der Karte? Es gibt Events. Jeder Außenposten wird angegriffen. Neulehmwald, Seidrashafen und oben Erntekaskaden. Und wird vom Weißen Mantel kontrolliert oder eben von uns. Und diese Kontrolle, das sind quasi kleine Meta-Events immer an diesen Außenposten. Mit der Kontrolle schalten wir Gebäude frei und in dem Gebäude zum Beispiel von Seidrashafen befinden sich auch Erfolge. Das heißt, hier muss so ein bisschen das Meta-Event gemacht werden. Auch gleichzeitig mein Kritikpunkt an der Karte. Dazu kommen wir vielleicht noch ein kleines bisschen später. Vor Evenia hat eine schöne Sneak-Mission und hier oben die Wachturmklippen, kontrolliert von den Zentauren, das ist der Inhalt, der den Lederfarm verspricht. Ihr solltet jetzt im Hintergrund ein kleines Video dazu sehen und da seht ihr mich, wie ich versuche, mich da hochzuschlagen. Das ganze Prinzip ist eigentlich simpel. Überall auf dem Weg verteilt befinden sich mehr oder weniger so Harati-Schatullen hieß das, glaube ich. Und aus diesen Harati-Schatullen bekommt man 2 Stück Leder raus, die man dann wiederverwerten kann. Und da bekommt man dann wahlweise T1 bis T6 Leder heraus. Alles ist dabei. Am meisten vertreten ist, glaube ich, T5. Dann kommt T4. Und dann kommt T6, T3, T2, T1. Alles so bunt durcheinander. Ich glaube wirklich, dass T5-Material auf jeden Fall dominiert. Aber es scheint auch in Ordnung zu sein, um an andere Lederarten zu kommen. Ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang, die Truhen sind täglich aufmachbar oder aufschließbar und sie können mit jedem Charakter aufgeschlossen werden. Das heißt, ihr könnt da mehrfach durchlaufen. Ich habe schon so ein bisschen rumprobiert. Am besten macht man das wahrscheinlich mit 2 Dieben und Stealth oder halt tatsächlich, oder Unsichtbarkeit, oder eben tatsächlich als großer Zerg, um eben sich diese Wachturmklippen hochzukämpfen. Oben gibt's, glaube ich, auch noch einen Eventboss.
der dann entsprechende Belohnung gibt. Auf dem Weg warten Champions. Ich weiß nicht, ob diese Champions allesamt die Champion-Taschen droppen. Falls ja, ist das auf jeden Fall extrem lukrativ, diese Wachturmklippen hochzulaufen. Und das scheint so der neue, krasse Farmspot zu werden, was das Thema Leder angeht. Auch weil die Zentauren selber wiederverwertbare Felle fallen lassen und natürlich auch sonstige Belohnungen, die dann eingesetzt werden können. Ja, das war es erstmal zum Thema Lederfarm hier oben. Ansonsten, ja, wie gesagt, die Karte ist sehr, sehr schön aufgebaut. Es gibt ein paar ruhigere Zonen, so rund um den Seeuferbazar. Die steht nämlich, da gibt es nämlich keine Angriffe. Das ist wirklich ein schöner, angenehmer Außenposten. Da schauen wir auch mal kurz vorbei. Da gibt's auch den Tempel der Sechs, ein bisschen südlicher, eben angelehnt oder erstellt für die Götter. Es gibt einen versteckten Ort mit Wasserfall. Es gibt ein kleines Jumping-Puzzle oder es ist mehr so ein Rätselraum. Das ist alles sehr, sehr schön gemacht. Also optisch gefällt mir die Karte sehr. Mein großer Kritikpunkt ist eben, dass der Weiße Mantel Neulehmwald und Seidras Hafen und auch oben die Erntekaskaden kontrollieren kann. Und dann stehen uns die Türen nicht zur Verfügung. Und wenn uns die Türen nicht zur Verfügung stehen, kommen wir an manche Erfolge nicht. Das bedeutet, wenn die Karte ausstirbt oder wenn halt weniger Leute diese Karte betreten, dann könnte irgendwann ein Punkt erreicht sein, an dem man bestimmte Erfolge nur noch machen kann, wenn man sich eine Gruppe dafür organisiert. Und das fände ich sehr, sehr schade. Da muss dann eventuell nochmal drüber geschaut werden. Hier sind wir bei diesem Tempel der Sechs. Auch da gibt's einige Events. Also es gibt kein großes kartenweites Meta-Event, sondern ganz klassisch wie früher viele einzelne Meta-Events, die jeweils mit einem Außenposten zu tun haben. Und ja, da gibt's dann verschiedenste Events. Pack-Durjaks, die eskortiert werden, Jadekanonen, die zerstört werden müssen und auf Götterfels schießen und so weiter und so fort. Da ist eine Menge zu machen. Es scheint auch irgendwo noch Weltbosse zu geben, die wir bisher noch nicht erreicht haben. Und natürlich gibt es auch wieder sammelbare Gegenstände. So viel sei hier schon mal verraten. Und das ist dieser besagte, wunderschöne, etwas versteckte Ort, der mir sehr, sehr gefällt. Und da nehme ich auch schon sehr, sehr viel Zeit auf dem Testserver verbracht habe. Ja, das soll es erstmal inhaltlich zur Karte an sich gewesen sein. Ihr werdet da sicherlich noch eine Menge selber drauf erleben und eine Menge selber spielen. Es gibt aber noch ein paar andere Dinge, auf die ich gerne eingehen würde in diesem Vorschauvideo. Denn nicht nur das Gebiet ist neu im Spiel, sondern ArenaNet hat auch ein paar neue Belohnungen und Aufgaben eingeführt. Und natürlich gehen wir zum Ende auch noch auf das Thema Raids ein. Wichtiger oder für mich jetzt erstmal wichtig, weil es eben so nicht angekündigt wurde. Es gibt ein neues Legendary, und zwar das legendäre Gewehr. Jetzt bin ich doch zur falschen Wegmarke. Minister wäre die richtige gewesen, genau. Und dann schauen wir nämlich mal in die Bank. Das Gewehr ist angelehnt an ein Schiff, welches wohl im Doriksee irgendwo liegt. Ich habe es noch nicht gefunden. Die IMS-Göttlichkeit. Und diese IMS-Göttlichkeit sieht optisch gewöhnungsbedürftig aus. Gut, dass das Fenster jetzt lädt. Ich bin begeistert von den Ladezeiten gerade. Wir versuchen es noch einmal. Verstaut, geführt, nur die Waffe. Da haben wir nur die Waffe. Es ist halt ein Schiff. Ein Schiff mit Segeln, sehr detailverliebt, sehr, also es ist handwerklich sehr, sehr schön gemacht. Ist halt nur die Frage, ob es wirklich Charaktere gibt, die diese Waffe tragen möchten. Wie gesagt, ein Gewehr mit einem Schiff dran, mit großer Kanone, eben der Gewehrlauf. Sieht halt, wie gesagt, sehr, sehr schön aus. Ist halt die Frage, ob es wirklich Charaktere gibt, die so eine Waffe tragen möchten. Ich finde sie jetzt nicht so schön, also ich finde sie sehr schön, aber eben nicht so mega toll, dass ich jetzt sagen würde, das ist die erste Waffe, die ich bauen muss. Es gibt natürlich auch wieder allerhand Belohnungen bei den Herzchenhändlern. Ich muss euch, denke ich mal, nicht sagen, dass wir da wieder Miniaturen drin haben. Wir haben übrigens auch ein komplett neue Stat-Verteilung, die auf den Seraphenrüstungen liegt. Da solltet ihr euch mal anschauen. Ich habe bisher noch keine Verwendung für diese Stat-Kombination gefunden. Präzision, Heilkraft, Zustandsschaden und Konzentration. Aber eventuell wird es da irgendwann mal irgendwo eine Nische für geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Konni-Druide damit tatsächlich viel anfangen könnte. Aber eventuell eine defensivere Version des Konni-Druiden. Es gibt, wie gesagt, Miniaturen en masse.
Und es gibt den Miniaturtrank, den ich euch auch nochmal in einem anderen Video vorgestellt habe, aber trotzdem nochmal kurz einsetzen möchte, weil ich ihn halt einfach so gut finde. Hier oben haben wir ihn, den endlosen Miniaturtrank, der euch einfach in eine kleine Miniatur von euch selbst verwandelt. Ihr könnt so kämpfen, ihr könnt so herumlaufen. Den Trank habe ich auf jeden Fall in kürzester Zeit schon lieb gewonnen. Ja, wir waren vorhin bei dem Thema Raids. Und damit ich das jetzt auch nicht außen vor lasse, für die Raids auch gar nicht mal so unwichtig, neben dem neuen Flügel, mit dem ich mich gleich beschäftigen werde, obwohl ich da noch nicht so richtig viel Zugriff zu hatte, gibt es jetzt auch die Gesandtenrüstung Teil 2, die veredelte Gesandtenrüstung. Ich zeige euch jetzt hier nur mal ganz kurz die leichte Version. Auf Guildnews findet ihr eine Galerie mit allen Versionen. Es ist auf jeden Fall ein Unterschied zur vorherigen experimentellen Gesandtentracht. Aber so richtig überzeugend finde ich die Rüstung optisch immer noch nicht. Es ist ein Fortschritt und ich hoffe, dass die legendäre Rüstung da einen deutlich größeren Fortschritt und einen deutlich größeren Sprung machen wird. Auch die Gildenhallen-Fans werden übrigens auf ihre Kosten kommen. Das habe ich jetzt gerade noch mal eben, als ich so ein bisschen durch die Patchnotes gescrollt habe, gesehen. Es gibt 11 neue Dekorationen für die Gildenhalle. Auch dazu gibt es noch mal ein externes Video, das ich hier unten auch in der Beschreibung zum Video selbst verlinken werde. Ansonsten, für die Fraktale gab es verschiedenste kleinere Anpassungen, außer das Taumanova-Reaktor-Fraktal. Das hat richtig viele Anpassungen bekommen. Eine richtig große Überarbeitung. Auch darauf werde ich in einem eigenen Video eventuell nochmal eingehen, aber nicht hier in dem Übersichtsvideo. In dem Übersichtsvideo betreten wir nur nochmal ganz kurz den Schlachtzug, die Bastion der Bußfertigen. Das ist dieser neue Inhalt. Da gibt's dann auch neue Erfolge, die ihr braucht, um eben diese Gesandtenrüstung Teil 2 herzustellen. Euch erwarten 4 Bosse und wir können gleich zumindest mal auf den ersten Boss zulaufen. Ihr seht hier, das ist Gelehrte Glenna. Die Raid-Fans unter euch werden mit Glenna sicherlich schon mal in Kontakt gekommen sein. Hier seht ihr die Bastion mit dem Hof in der Mitte, dem Haftraum, die Einschließung und dann hier unten die Kammer der Schuldigen. Ich nehme mal an, so wird auch der Bossverlauf sein. Hier haben wir den ersten Boss, den zweiten Boss, den dritten Boss und den vierten Boss. Ich kann es euch nämlich tatsächlich nicht sagen. Ich habe noch nicht mehr versucht oder noch nicht mehr machen können, als tatsächlich den ersten Raid-Boss hier zu attackieren. Und ja, ich kann euch versprechen, das war alleine nicht so richtig erfolgreich. Ich habe natürlich da auch ein anderes Bild gespielt, so ein bisschen Druiden-mäßig. Interessant ist auf jeden Fall himmlischer Sprint. Das ist scheinbar eine Fertigkeit auf der Special-Action-Taste, die wir in dem ersten Bosskampf verwenden können. Wie und wo genau das Sinn ergibt, das wird sich wahrscheinlich noch zeigen. Es scheint aber auf jeden Fall eine Rolle zu spielen. Der erste Boss erscheint hier auf der Plattform. Da steht schon Kerns Warte. Es ist angelehnt, glaube ich, an Kern den Unnachgiebigen aus Guild Wars 1. Und es handelt sich dabei um eine riesige Jade-Rüstung. Und das war es auch schon so ziemlich, außer dieser Fertigkeit und der Tatsache, dass man hier in das grüne Feld rechtzeitig rein muss mit allen Leuten, habe ich noch nicht viel festgestellt. Ihr seht auch, meine Dodge-Künste sind nicht beeindruckend. Da kann man auch, muss man gar nicht dodgen, kann man zwischenher laufen. Und irgendwann dann kommt genau dieser Effekt, mit dem man permanent Schaden bekommt. Ich bin mir auch noch nicht sicher, wie man den los wird. Das wird sicherlich die Zeit dann zeigen. Und man kann jetzt theoretisch diesen Swoosh-Skill benutzen, um sich gleich richtig zu positionieren in diesen Feldern. Man macht damit AOE-Schaden. Es scheint sinnvoll zu sein, da rauszulaufen, also beziehungsweise sich in so ein kleines Feld zu stellen, während die Mehrheit in ein großes Feld geht. Man kann das im Downstate nicht verwenden, wie ihr gerade sehen konntet. Und das war der unglaublich erste Einblick zu Kern den Unbeugsamen. Und ja, mal schauen, wann die ersten Weltgehen ihn und auch die anderen Bosse im Flügel tatsächlich gelegt haben. Wir gehen aber noch mal ganz kurz zurück in den Flughafen, denn auch da gibt es 2, 3 kleine Quality-of-Life-Changes, die ich euch nicht vorenthalten möchte, bevor wir uns zum finalen letzten Teil, nämlich dem Thema PvP, begeben. Und zwar hat der Händler hier draußen ein paar neue Tabs bekommen, sodass ihr unter anderem auch bei ihm hier normale Dinge kaufen könnt vom Kaufmann, dass ihr hier auch verkaufen könnt
Und ganz, ganz wichtig, der Währungsumtausch. Das heißt, hier ist es möglich, Miniaturen gegen Währungen einzutauschen, also gegen Magnetitscherben. Ihr müsst dafür also nicht mehr die einzelnen Flügel betreten und zum richtigen NPC gehen, sondern könnt das jetzt hier draußen auch beim Magnetithändler machen. Der letzte Teil, der den Patch betrifft, bevor wir das Ganze hier verlassen, ist der PvP-Inhalt, beziehungsweise, um genauer zu sein, die Erfolge und Battle of Kylo. Die Erfolge, das ist die positive Nachricht für alle, ja, ich sag mal so, casual PvPler. Ihr werdet das schon kennen aus der Schlacht von Kylo und aus der Rache der Steinbock und natürlich auch dem ewigen Kolosseum. Diese kleinen Meta-Erfolge, die einen Titel geben und 5 Gold. Dafür müsst ihr jeweils einmal Ziele neutralisieren, einmal Gegner töten, einmal Ziele verteidigen und Matches gewinnen. Und dann kommt halt noch jeweils ein kartenspezifischer Erfolg dazu. Hier ist es das Artefakt erobern und genauso sieht's dann auch weiterhin aus. Im Wald von Niflhel müsst ihr Monster besiegen. Vermächtnis des Feinfeuers ist euer Ziel, den Gildenherrn, den gegnerischen Gildenherrn zu besiegen. In der Schlacht von Kylo müsst ihr, das ist eigentlich mal ein interessanter Punkt, was ist denn hier, müsst ihr Belagerungswaffen des Gegners zerstören, also das gegnerische Trebuchet. Hier geht's darum, Buffs zu sammeln beim Temple of the Silent Storm und einzig die Schlacht von Champions Dämmerung hat ein paar angepasste Erfolge, die sich eben mit der Karte auseinandersetzen, da es da ja keine Capture Points und ähnliche Dinge gibt. Das ist jetzt für jede Karte dabei, jeweils mit einem kleinen Titel. Die Titel kann ich noch nicht sehen. Ihr seht, das sind hier Platzhalter für uns und 5 Gold als Belohnung. Und das ist so ein kleiner Anreiz für PvPler. Die stehen jetzt permanent zur Verfügung, können also jederzeit gemacht werden. Und man muss nicht mehr nur für die Erfolge jetzt tatsächlich das ewige Kolosseum voten. Ich denke mal, das ist eine sehr, sehr gute Änderung fürs Casual PvP. Und dann kommen die großen Änderungen auf der Karte Battle of Kylo, die ich euch jetzt hier zeigen werde. Wichtigste erste Änderung ist, es gibt einen neuen Ausgang. Also neben den zweien, die hier nach vorne rausgehen, die jeder von euch kennt, gibt es einen dritten Ausgang rechts hoch zum Trebuchet. Zum einen kommt man so schneller zu der Belagerungswaffe, zum anderen soll so das Spawn-Camping ein bisschen reduziert werden. Und wenn ihr Richtung Mitte schaut, dann seht ihr schon die großen, großen Änderungen am Clock Tower. Und ich bin sehr gespannt, wie das angenommen wird. Es soll der Übersichtlichkeit dienen, aber es sieht halt optisch merkwürdig aus und es wurde so ein bisschen der Skill entfernt. Denn auch die Jumping Puzzles an der Seite wurden angepasst. Die Vorteile für Diebe und andere portende Klassen wurden deutlich reduziert. Ihr seht hier den Punkt in der Mitte. Ihr seht, das ist jetzt komplett symmetrisch auf beiden Seiten, auch was dieses Jumping, ehemalige Jumping-Puzzle angeht. Ihr könnt jetzt hier einfach runterlaufen und die einzigen 2 Sprünge, die ihr zu machen habt, das sind diese 2 hier. Und dann seid ihr auch schon oben auf dem Clock Tower. Das heißt, der Vorteil von Dieben, die sich natürlich hochporten können, ist dadurch deutlich reduzierter. Hier habt ihr eine Plattform, von der ihr attackieren könnt und von der ihr euch dann auch auf den anderen Vorsprung bewegen könnt. Also das Ganze ist jetzt hier deutlich offener, hat dafür aber auch direkt 4 Punkte mit Line of Sight. Also einmal die 2 hier oben und einmal die 2 am Capture Point selber. Die Gebäude hier werden nun nicht mehr durch Trebuchets zerstört. Generell werden keine Gebäude mehr durch Trebuchets zerstört. Allerdings gehen ein paar wohl nach einer gewissen Zeit kaputt. Und ihr seht, man könnte da zwar rüberspringen, die Frage ist, was hat man davon, wenn man hier die einfachen Sprünge machen kann? Also es ist halt sehr, sehr stark vereinfacht worden, was hier im Battle of Kylo passiert. Und ich bin, wie gesagt, sehr, sehr gespannt, wie die PvPler das aufnehmen werden. Auch der Weg zwischen dem Reparaturzeug und dem Trebuchet soll ein bisschen reduziert worden sein, sodass man häufiger den Tribok da auch einsetzt und häufiger auch repariert. Und ja, das war unser kleiner Einblick in die Änderungen auf der Karte Battle of Kylo. Und das war es auch generell mit dem Übersichtsvideo zum Patch. Ich hoffe, ich habe alles mit dabei. Es gab noch ein paar WVW-Änderungen, unter anderem die Gefechte, die angepasst wurden. Und ja, ansonsten lest euch die Patch-Notes durch, wenn ihr es ganz genau wissen wollt. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Denkt ans Liken, denkt ans Abonnieren, besucht gatenews.de und wir hören und sehen uns wieder zum nächsten Video. Bis dahin, tschüss.